Für alle Hundebesitzer und auch diejenigen, die froh sind, wenn Hunde angeleint rumlaufen, haben wir jetzt eine interessante Geschichte. 100 Euro Bußgeld, weil er seine Hunde nicht angeleint hatte, das wollte Wilhelm Jungen nicht zahlen und ging vor Gericht. Der Hundezüchter aus Hetzerath an der Mosel setzte sich durch und brachte damit einige Städte und Verbandsgemeinden im Land ganz schön unter Zugzwang. Es stellte sich nämlich heraus, die sogenannten Gefahrenabwehrverordnungen, die Regeln, wo ein Hund angeleint werden muss, waren einfach nicht in Ordnung. Aber auch die neue Verordnung der Verbandsgemeinde Trier-Land ist Wilhelm Jungen nicht klar genug. Und schon ist er auf dem Weg vors Oberverwaltungsgericht Koblenz. Wilhelm Jungen studiert Jura und erzüchtet Hunde. Weimaraner Jagdhunde. Als Autofahrer ist für Jungen die Sache klar geregelt. Exakt am Verkehrszeichen 310 der Ortstafel beginnt die geschlossene Ortschaft. Jetzt gilt Tempo 50. Auch als Hundebesitzer ist für Wilhelm Jungen die Sache klar. Rund um den Kirchturm sind Hund und Herrchen. Ganz eindeutig innerhalb der bebauten Ortslage. Iwan muss an die Leine. Allein auf weiter Flur. Iwan darf von der Leine. Am Ortsrand ist die Sache für Hundebesitzer aber nicht mehr so eindeutig. Das weiß Wilhelm Jungen aus eigener Erfahrung. Ja, das ist genau der Problembereich, in dem es halt bei den ganzen Streitigkeiten zwischen den Hundeleuten und den normalen Spaziergängern geht, dass der Hundeführer sagt, ich bin schon außerhalb vom Ort und kann meinen Hund frei laufen lassen und der Spaziergänger sagt, nee, du bist noch im Ort, du musst deinen Hund immer an der Leine haben. Die Formulierungen in der Gefahrenabwehrverordnung der Verbandsgemeinde Trier-Land sind Wilhelm Jungen zu ungenau. Er will sie vom Oberverwaltungsgericht prüfen lassen. Bei Begriffen wie innerhalb bebauter Ortslagen und außerhalb bebauter Ortslagen blicke doch keiner mehr durch. Hier ist noch ein Haus. Steht er trotzdem schon allein auf weiter Flur? Beginnt die bebaute Ortslage dort hinten? Und was ist mit den Flächen dazwischen? Wilhelm Jungen hat sich extra Luftbilder besorgt. Wir haben hier Bebauung, hier oben haben wir Bebauung, dann haben wir hier nochmal Bebauung. Wir stehen im Augenblick gerade hier, hier oben ist Bebauung, noch weiter oben und hier eben auch noch Ortslage. Für mich ist das nicht vollkommen klar. Hätte ich einen Plan an der Hand, könnte ich mich orientieren und könnte auch genau feststellen, wo muss ich den Hund immer anleihen und wo kann ich ihn frei laufen lassen. Er hat zusammen mit der Verbandsgemeinde Speicher Auslaufpläne für Hunde erarbeitet. Hier will man aber erst das Gerichtsurteil abwarten, hat aber Jungens Pläne sicherheitshalber schon mal in der Schublade. Diese Pläne hat Jungen auch ans Gericht geschickt. Für jede Ortsgemeinde einen eigenen Auslaufplan. Im Computerzeitalter schnell zu machen und vor allem metergenau. Die bebaute Ortslage ist rot eingegrenzt. Entscheidend ist ja, Sie bekommen ein Bußgeld. Und es gibt eine extra Bußgeldverordnung. Wenn der Hund nicht innerhalb der bebauten Ortslage angeleint ist, dann ist der Bußgeldtatbestand erfüllt. Und dann soll der Bürger auch genau wissen, wo ist die Grenze. Also einen Meter ist er drin und beim nächsten Meter ist er draußen. Eben genau wie hinterm Steuer. Verkehrszeichen 311, genau hier ist er draußen. So eindeutig sind auch Wilhelm Jungens Pläne. Genau ab der roten Linie ist Iwan draußen und darf von der Leine.